Das heißt, der Bürgerkrieg ist allein durch die Anwesenheit des Dovahkiin, durch uns, nachdem er mehrere Jahre lang lief, nachdem mehrere Jahre lang die Töchter und Söhne von Himmelsrand gestorben sind im Namen der Freiheit, wird er beendet, indem das Drachenblut innerhalb von ein paar Wochen oder Tagen, ja, also Wochen, Monaten. Jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr Aber übrigens, wir haben fünfter Abendstern, ne? Fünfter Abendstern ist tatsächlich noch. Es ist 5 Monate, nachdem Tullius gesagt hat, glaube ich. Das ist doch 5 Monate, nachdem Tullius gesagt hat. Also Abendstern ist Januar. Und ich glaube, Ulfric hat das. Tullius hat im. War das September? Oder August? Ne, im September. Im September hat Tullius gesagt, dass der Bürgerkrieg innerhalb von 6 Monaten beendet wird. Ja, hat er recht gehabt. Hat er wohl recht gehabt. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Ich habe euren Brief erhalten. Gut zu hören. Ihr könnt ein schwer zu findender Mann sein. Zum Glück sind diese Kuriere hartnäckig. Habe ich gemerkt. Ihr glaubt zu wissen, wie man das Fläschchen reparieren kann? Ich habe ein paar Ideen. Es gibt 3 kritische Elemente. Manche werden sich leichter finden lassen als andere. Oben auf dem Hals der Welt gibt es einen Flecken nicht schmelzenden Schnees. Er bleibt von jeder Hitze unberührt. Was? Dann brauchen wir den Stoßzahn eines Mammuts. Zu einem feinen Pulver zermahlen, wie es nur die Riesen können. Der letzte Schritt ist knifflig. Dafür brauchen wir das Dornenherz eines Abgeschworenen von Reach. Wenn ihr mir diese Dinge bringen könnt, kann das Fläschchen repariert werden. Also das Kniffligste ist ja wohl der nicht schmelzende Schnee. Erzählt mir davon. Oben, auf dem Hals der Welt, ist ein Flecken Schnee, der noch nie geschmolzen ist. Es heißt, die Graubärte hätten ihn gelehrt, die Sonne zu ignorieren. Und Hitze würde einfach an ihm abperlen. Das ursprüngliche Fläschchen wurde aus diesem Schnee gemacht. Wir brauchen nur ganz wenig zur Reparatur. Und was ist mit diesem Mammutstoßzahnpulver? Das Elfenbein, das diese Tiere hervorbringen, ist so hart wie Eisen. Aber die Riesen haben Mittel und Wege gefunden, es zu bearbeiten. Sie können es so fein zermahlen, dass es sich in die Struktur von festgepacktem Schnee hineinzieht. Das fertige Material hat das filigrane Wesen von frischem Pulverschnee, aber die Stärke härtesten Stahls. Haben wir schon mal gefunden gehabt irgendwo. Und das Dornenherz, das wird nicht so schwer. Ich muss nur ein paar Abgeschworene finden. Die letzte Härtung des Fläschchens erfolgte mit alter Magie, die seit dem Drachenkrieg in Vergessenheit geraten ist. In unserer Zeit kommen die seltsamen Rituale der Abgeschworenen dem noch am nächsten. Mit dem Herzen eines ihrer Dornenkrieger kann ich die Magie des Fläschchens in ihre körperliche Form bringen. Einem Laien lässt sich das nur schwer erklären. Verzeiht mir, wenn ich jetzt in Alchemisten-Jargon verfalle. Ich bin kein Laie. Ich weiß mehr als der Alchemist von Mortal, also die Alchemistin von Mortal. Na gut, was habt ihr im Angebot? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Das eher weniger, aber vielleicht habt ihr ja zufällig sogar einen Dorn, so ein Ding da. Wisst ihr? Dädraherz. Bei ihm wundert mich das überhaupt nicht, dass er an Dädraherz gekommen ist, bei seinem Meister. Grassamen, Hexenraben, Hühnerei, Jaspertrauben, Lavendel, bla bla bla. Oh, Salz. Nee. Ich hab noch genug. Trollfett, Vampirstaub, Tundra, Baumwolle. Bei Tundra-Baumwolle denke ich die ganze Zeit, ich müsste es kaufen, weil ich ja mal die Mod drauf hatte, die es mir erlaubt hat, Bettzeug und Zelte und so weiter zu craften, damit ich das in der Wildnis einsetzen kann. Aber ich habe es ja wieder deinstalliert, weil einfach im Verlauf der Entschlackung, also weil ich die Mod sowieso nicht benutzte. So, Zaubertränke. Apfel, Zutaten, ja, sonstiges auch nichts. Okay.
Mhm. Und wie geht's eurem Meister? Ist er im Bett oder? Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ja, ja, der liegt im Bett. Okay. Das wird nichts. Nein. Feuersalze will ich nicht verschwinden. Daraus kann ich warmes Essen herstellen. Also, ich brauche das Herz eines Abgeschworenen. Das Pulver aus Mammutstoßzahn. Das Herz eines Abgeschworenen. Ach, das sagt mir sogar, wo ich das finde. Gespaltene Türme. Ach, da, Ding. Ja, klar. Hier. Rebellengrab. Quatsch. Gespaltene Türme. Roter Bandit. Roter Adler. Roter Adler. Das Grabmal des Roten Adlers war doch hier in der Nähe, oder? War doch bei Rebellengrab oder Bruchturmschanze oder irgendwie sowas. Oder war das... Doch, das war da irgendwo. Oder? Oder? Doch, war da, ne? Der gespaltene Türme war das Grab von dem Roten Adler. Dem Helden der Abgeschworenen, den wir ja vernichtet haben. Der Schnee ist tatsächlich oben. Oh Gott, ganz oben. Gut. Gibt mir eine Chance, mit Patronax zu reden. Das lohnt sich immer. Und Mammutstoßzahn. Ja, gut, bei irgendwelchen Riesen. Turm von Messara, Chaos Helljahrchen. Okay, es ist alles gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich da hinkomme. Das Schwierigste oder das Umständlichste wird tatsächlich hier oben, beziehungsweise das Umständlichste wird eigentlich das von Patronax, weil da müsste ich hochlaufen. Genau das habe ich vorhin gemeint, also letztens gemeint, als ich gesagt habe, das Spiel setzt ziemlich stark auf Schnellreise. Wenn ich jetzt nicht im Survival-Modus spielen würde, könnte ich einfach sagen, gut, ich mache jetzt eine Schnellreise dahin, 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 dann habe ich alles, dann komme ich wieder zurück. Ich bin nicht mehr ganz die Alte, seit unsere Tochter von uns genommen wurde. Ja. Kommt zum... Werft einen Blick drauf. Vielleicht haben wir Glück und er verkauft sowas. Horkerzahn, Seelen, Mammutstoßzahn. Können wir selber nicht zermahlen. Das wäre natürlich einfacher. So, Silberhalskette, Silber. Ach, egal. Er hat ja kein Gold mehr. Stimmt ja. Er ist mir ein toller Fleischhändler. Verkauft mehr Heiltränke als Essen. Krass. Stattet Zadris Gebrauchtwaren im grauen Bezirk unbedingt. Wie freue ich. Werft einen Blick darauf. Zadris Gebrauchtwaren. Haben wir den nicht in die Pfanne gehauen? Weil ich das Schloss nicht knacken konnte, hat er mir nicht... Genau, er hatte mir... Das war der mit dem Ring, ne? Einen guten Tag euch. Der Ring, der gestohlen war und ich sollte ihn zurücklegen. Und ich konnte das Schloss nicht knacken. Kochgeschirr, Messer und... Es ist so... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Beziehungsweise ich war zu ungeduldig fürs Schloss knacken. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich verrate ihn. Ich könnte mal vorbeigucken und gucken, wie es ihm geht. Aha, ein Wedding Dress. Beschworenes Schwert, Flammenhellsehen, Kerzenschein, leichter Schuss. Mammutstoßzahn, Kinderkleid, Mädchenkleid, bla 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 bla. Ich müsste eigentlich wieder mit dem Amulett von Mara rumlaufen, ne? Einfach nur. Danke, dass ihr hier einkauft. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen eintönig. Kann ich irgendwas einschmelzen? Kommt und seht euch mein Angebot an. Alles frisch und köstlich. Stahlschwert. Ich habe Stahlschwert.
Ich weiß gerade nicht, was das sein soll, deswegen schmelze ich das mal lieber nicht ein. In Windhelm zu arbeiten ist großartig. Alles so bekomme ich Ulf ganz aus der Nähe zu Gesicht. Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach. Okay, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Und ich habe es verpasst zu sagen mal wieder. Was war denn das? Ach ja, ich müsste eigentlich das Amulett von Mara tragen. Nur um zu gucken, wer so verfügbar ist zum Heiraten. Ne? Müsste ich eigentlich machen. Allerdings hier, die Tragfähigkeit wird um 50 Punkte erhöht, steigert die Ausdauer um 50 Punkte und es ist leichte Rüstung. Das heißt, ich level damit ganz, ganz langsam leichte Rüstung. Ganz langsam. So, was ich noch machen wollte, es war tatsächlich jetzt im Gemischwarenladen vorbeigucken. Hallo Sophia, ich würde euch ja adoptieren, aber ich kann das nicht machen, ich weiß nicht. Ich meine, klar, es wäre besser, als auf der Straße zu leben, aber adoptieren ohne jemanden, der sich um sie kümmert? Hier findet eigentlich jeder etwas. Nee. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. So, ihr müsstet schlecht auf mich zu sprechen sein. Braucht ihr etwas, ihr armer Tropf? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Diadem der höchsten Magiker. Steigert Magiker um 60%. Könnte ich kaufen und dann das alte verkaufen. Diadem der geringen Veränderung. Nee. Halskette der Wärme. Steigert die Frostresistenz um 70. Höchsten Magiker. Das geht auch bis 100%, oder? Warte mal, was habe ich für eins? War das nicht um 100? Ja, Bekleidung. Ja, nicht 40. Ja gut, dann verkaufe ich das und kaufe ihm das andere Diadem ab. Da, ist Maika. Ist tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwas sehe bei einem Händler, das gut ist. Zu Schmuck sagt man nie nein, den kann man verzaubern. Sonstiges, Amethyst, Dietrich, bla 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 bla. Ah ja, okay. Haben wir nicht schon mal für zermahlene ein Mammutding gefunden irgendwo? Ich meinte, das hätte ich schon mal irgendwo gesehen. In Valerikas Labor vielleicht? Weiß ich nicht. Bücher, Zutaten. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt auch gleich meine Aufnahmepause, während ich jetzt noch mein Inventar ordne, weil das müsst ihr jetzt wirklich nicht nochmal sehen, wenn ich es sowieso gleich ausmache. Das heißt, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich nehme jetzt sowieso schon wieder seit 2,5 Stunden auf ungefähr. Nicht, dass ich keine Lust mehr hätte. Das ist doch, irgendwie vergeht mir gerade die Lust. Ich habe so viele Fürstentümer heute erobert. Ich glaube, Einsamkeit spare ich mir für einen anderen Tag auf. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich ordne dann mal weiter mein Inventar. Vielleicht schmiede ich auch irgendwas offscreen und verzauber was offscreen. Mal sehen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Skyrim Special Edition. Folge 100, nee, 200, ach du Scheiße, wir sind ja schon bei 200 Folgen, ne? Und bei 165 Stunden Spielzeit, ne? Steht im Spielstand immer, wenn ich einen Spielstand lade, dann steht da immer, wie viel Zeit ich schon spiele. Der letzte Spielstand wurde erstellt mit 165 Stunden Spielzeit, 22 Minuten und 13 Sekunden. Und Ingame-Tage sind vergangen, ach du Scheiße, wie viele Tage als er auf 93 Tage vergangen? 110. Also fast ein halbes Jahr. Und davon wurden Stunden geschlafen 932 und gewartet 336. Das kommt mir gar nicht so vor, dass ich so oft warte. Wie kommt denn das zustande? 336 Stunden gewartet. Vielleicht war ich offscreen ganz oft
ab und zu mal gewartet habe, um irgendwelche Bugs zu lösen oder sonst was. Das, darüber habe ich nämlich in letzter Zeit auch nachgedacht. Wir haben ja diesen blöden stalkenden Drachen immer noch. Also für die, die das nicht wissen, es gibt ja diesen blöden Bug, dass Drachenleichen hinter einem spawnen. Also, oder in der Nähe spawnen. Man geht so durchs Land und auf einmal sitzt da ein Drache, so eine Leiche von einem Drachen. Und ja, ne, gibt's, kennt man ja, die stalkenden Drachen. Und das könnte man jetzt eventuell, also wenn ich richtig liege, das ist reine Spekulation von mir, aber theoretisch könnte ich das fixen, indem ich mich einfach in irgendein Haus stelle und da 11 Tage oder so warte. Mache ich aber nicht. Ja, gut, wir sind noch im Winter. Was wollten wir denn machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Die letzte Aufnahme ist zwar erst 3 Tage her. Alter, 165 Stunden, über 200 Folgen. Ah, da wird man ja verrückt. Das ist ja fast so schlimm wie Elder Scrolls Online damals. Oder Dragon Age Inquisition. Das sind mehr als Witcher 3. Bei Witcher 3 waren das 180 Folgen am Ende. Und bei Elder Scrolls Online waren es ja ein bisschen, eigentlich ein wenig über 300. Ich glaube 303 oder 304. Aber ich habe dann am Ende gesagt, das ist jetzt Folge 299.9, 99.91, 92, 93 etc. Einfach damit die letzte Folge 300 war. Genau, nimm das Herz eines Abgeschworenen, finde etwas Pulver aus einem Mammutschluster und beschaffe den schmelzenden Schnee für das zerbrochene Fläschchen vom Nurelion. Genau das war das. Und wir müssen Hafingar befreien. Die Hauptstadt von Himmelsrand Einsamkeit müssen wir einnehmen für die Sturmmäntel. Da kann ich eigentlich mal Tullius so richtig eine reinschlagen. Darauf warte ich schon seit Ewigkeiten, seitdem er mich auf den Block geschickt hat. Vor ungefähr einem halben Jahr. Ist schon der Wahnsinn. Oh, vielen Dank hier fürs Dabeisein übrigens. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich. Kehre zu Aiela zurück. Ich muss kurz gucken, was wir alles noch machen müssen. Eigentlich mache ich sowas immer vor der Aufnahme, aber diese Spielzeit hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Ich meine, 165 Stunden ist jetzt nicht so viel, aber für ein Let's Play ist das eben viel. Für ein Let's Play ist das verdammt viel. Aber bei mir auf dem Kanal gibt es ja sowieso nur Langzeitprojekte, hauptsächlich. Kehre zu Gunmar zurück. Genau, das ist die Dämmerwacht-Quest. Die geht aber immer weiter. Da kommen wir über neue Dinger. Das ist Solstheim, Magiergilde. Mehr konnten wir auch gar nicht machen. Ne? Hier gibt es noch ein Lager sprechende Steine in Jalmarsch, wo wir einen Riesen töten sollen. Ja, könnte ich machen, muss ich aber auch nicht. Erkunde die Ruinen von Arkengetamsen. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass sich jemand den Namen ausgedacht hat. Der kommt doch definitiv aus dem Zufallsgenerator, oder? Hexenfellschanze. Ostmarsch. Im südlichen Ostmarsch sollen wir, das wäre momentan, eine Laute finden. Die Höhle ist gar nicht eingezeichnet. Klasse. Im südlichen Ostmarsch. Ach, guck mal einer an. Hier müssen wir hin. Aber er sagt's mir nicht. Ach nee, das ist das Pulver. Das ist komisch. Rions Trommel? Ach nee, das war die Laute. Die Laute haben wir ja schon abgegeben. Das war die Trommel, die wir suchen müssen. Ja, das ist alles ganz schön und sowas. Okay, ich nehme hier schon seit 5 Minuten auf oder so. Und bin nur in der Karte. Ist ja langweilig, ne? Wollen wir nochmal irgendwas Spannendes machen, wie zum Beispiel... Ach Gott, da müssen wir überall hinreisen, ne? Das ist ja schrecklich. Mammutstoßzahn. Gut, das wäre das Nächste. Mammutstoßzahn sammeln. Da müssen wir kurz mit dem Pferd da lang, bla 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 bla. Und dann sind wir auch schon beim Haus Helljarchen. Vom Haus Helljarchen könnte ich dann theoretisch nach Iverstedt. Und dann hoch und dann wieder runter. Und dann wieder zum Haus Helljarchen. Von Haus Helljarchen dann nach Kühne in der Kartwasten. Und dann das Herz des Abgeschworenen nehmen. Und dann müssen wir zurück nach Markart. Und dann wieder zurück nach Windhelm. Och du Scheiße. Oder wir nehmen Einsamkeit ein. Wo ist Serana? Da. Was meint ihr? Serana, beenden wir den Krieg? Oder...
Ja gut, sie wird offensichtlich den Krieg nicht beenden, sonst wäre sie jetzt nicht weggelaufen. Ich nehme das mal als Zeichen. Also, die Befreiung von Himmelsrand muss etwas warten. Ich habe mir meine Route ja jetzt zusammengelegt. Also, auf nach... Dinge! Ich habe schon wieder vergessen. Wir müssten theoretisch nach Weiß laufen, ne? Wenn ich mit dem Pferd dahin reise zu einem Riesenlager, das dauert viel länger, als wenn ich, jetzt eine Kutsche nach Weißlauf nehmen würde und dann mit dem Pferd einfach nach Norden reite, das würde schneller gehen. Das, ja. Da haben wir ja einen kleinen Plan. Warum stehst du denn da? Habe ich dich da abgestellt? Wie untypisch von mir. Normalerweise stehe ich die Pferde doch immer beim Stall ab. Binde sie da fest, quasi. So, Alfarin. Meine Kutsche ist die sicherste Art zu reisen. Mhm. Wohin soll's gehen? Nach Weißlauf. Ich habe wichtige Dinge zu tun. Da können wir auch gleich mit Aela reden. Dann sind wir weg. Da können wir auch gleich mit Aela reden in Weißlauf. Wenn ich in Weißlauf bin, besuche ich immer den Gülden Grünbaum. Ja, ja, ich auch. In meinem Beruf schadet es nie, Kynare. Da gehe ich immer oft dran vorbei. Ach ja, Weißlauf. Ach ja, die schöne Aela, die wilde, die ungeziemte. Immer wenn ich an Aela denke, denke ich daran, dass ich noch Werwolf bin. Und immer wenn ich daran denke, dass ich noch Werwolf bin, kann ich mich nie entscheiden, was ich mit diesem Fluch eigentlich machen soll. Ja, also... Gameplay-mäßig ist das natürlich genial, Werwolf zu sein. Ich habe null Nachteile und ich habe nur Vorteile. Das ist logisch. Aber was ist denn mit meiner Seele? Ja, der Charakter denkt ja natürlich darüber nach, was passiert im Tod. Wir haben zwar die Seele eines Drachen und Drachen sind unsterblich, aber wir haben den Körper eines Sterblichen. Da, Aela. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Puh. Das gefällt mir. Das heißt, ich muss nicht reinlaufen. Gut, Hexenrabe ist tot. Gute Arbeit. Eine einfache Aufgabe, aber immerhin bezahlt. Hier ist euer Anteil. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Nein. Also gut. Wo geht ihr hin? Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr aussieht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Jetzt muss ich doch reingehen, ne, um die Anführer der Gefährten nach Arbeit zu fragen. Das kann ich mit ihr nicht machen. Wieso nicht? Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Geht das jetzt? Dauert das wieder ein bisschen? Ja. Bis zum nächsten Mal. Dauert einfach ein bisschen, ne? Irgendwie ist das alles ein bisschen langsam, was dieses ganzen Quest-Scripts angeht. Das ist... Ich weiß nicht, ob es eventuell daran liegt, dass ich eine Mod installiert habe, die Tageszeit langsamer vergehen lässt, aber eigentlich ist alles über dem Wert von 6 in Ordnung. Also, es gibt bei Skyrim in der Konsole, also nicht der Konsole zum Spielen, sondern wenn man auf dem PC Zirkumflex drückt. Ich glaube, das muss man vorher in der INI-Datei einstellen. Egal, es gibt eine Konsole, mit der kann man Befehle eingeben. Meistens machen die Leute das für Cheats, aber man kann damit auch Bugs lösen oder sonst was. Und da gibt es den Befehl Timescale und das, ja, wie man der Name impliziert, bewirkt der die Skalierung der Tageszeit. Und das ist normalerweise auf 20. Das heißt, eine Sekunde in echt, eine echte Sekunde in Realzeit sind 20 Sekunden im Spiel. Und ich habe das auf 10 gestellt. Das heißt, eine Sekunde in echt sind 10 Sekunden im Spiel. Oder 10 Minuten? Eine Minute? Warte mal. Ne, 10 Sekunden im Spiel. Nein, doch nicht. Oder warte mal, was war das? Ne, das war irgendwie was anderes. Auf jeden Fall ist der normale Wert auf 20. Also ich weiß nicht, ob es Sekunden sind oder sonst was, oder Minute.
Ach nee, das ist genau. 20 Sekunden in echt wären normalerweise eine Minute. Nee, auch nicht. Wie wären das nochmal? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall ist 20 schneller als 10. Und ich habe eine Mod drauf, schon von Anfang an, die die Tageszeit auf 10 verringert. Ich weiß jetzt nicht genau, was das genau ist. Ich meinte, das wäre eigentlich eine Sekunde im Spiel, wäre 10 Sekunden in echt. Oder eine Sekunde in echt wäre 10 Sekunden im Spiel. Ich glaube, so ist es. Eine Sekunde in echt wäre 10 Sekunden im Spiel. Das heißt, es würde 6 Sekunden dauern, bis eine Minute im Spiel vorbei ist. Und normalerweise wären das 20. Das heißt, es würde ja 4 Sekunden dauern im Spiel, bis eine Minute im Spiel eine Minute in echt dauern, bis eine Minute im Spiel vorbei ist. So. Das heißt, normalerweise hat ein Tag im Spiel, ich glaube, 42 Minuten in echt. Oder war das 24 Minuten? Irgendwie sowas. Und bei mir sind das, ja, es ist das Doppelte. Weil mir die Tageszeiten einfach zu schnell vergingen. Und man kann es zu niedrig stellen. Wenn man es unter 6 stellt, dann führt das zu Problemen mit Quests. Weil das Spiel dann irgendwie, weil ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Und 10 ist eigentlich in Ordnung. Aber daran könnte es liegen, dass die Quests ein wenig seltsam oder langsam reagieren. Und deswegen könnte es auch daran liegen, dass die Leute so langsam durch Türen gehen, weil dadurch das Spiel ein wenig langsamer läuft. Das sollte eigentlich die Performance verbessern. Weil dann ja weniger auf einer... Ach, ist egal. Komm. Ihr wart ein... Es gibt Probleme in Falkenring. Da unten ist da immer was los, aber jetzt hat es sich zugespitzt. Die Falmer. Es gibt Berichte, dass sie nachts Leute an... Gut. Okay. Lasst sie eure Klinge schmecken. Begonnen. Nichts als Ärger ins Himmelsrand. Das ist diese ganze Technik-Talk, den interessiert doch keinen. Ne? Vor allem, wenn ich das so schlecht erkläre. Vor allem, wenn ich das so schlecht erkläre und dann nur rumstehe und nichts anderes mache. Wenn ich das mache, während ich rumreise, dann ist das ja, glaube ich, in Ordnung. Aber wenn ich dann nur rumstehe und ich erkläre etwas und dabei erkläre ich es sogar nicht mal richtig, dann, glaube ich, kann man gerne darauf verzichten, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe die Kommentare zu den letzten Folgen noch nicht gelesen, weil ich ja aufnehmen musste. Was mache ich hier? In Hjalmar, sprechende Steine. Lager sprechende Steine, das ist da. Okay. Könnten wir theoretisch noch machen. Und das hier wäre... Hä? Ein Trupp Falmer sorgt für anhaltende Schwierigkeiten in Falkenregen. Ich wurde gebeten, Höhle des verlorenen Echos zu säubern. Die Höhle des verlorenen Echos ist oben in Hafingar bei Einsamkeit. Falkenregen ist da unten. Falkenring hier unten, Hafingar da oben. Falkenring, Hafingar. Da ein Fürstentum, noch ein Fürstentum, noch ein Fürstentum und noch ein Fürstentum. Da sind 2 Fürstentümer zwischen. Das ist auf der anderen Seite des Landes. Ja gut, ich meine, da oben muss ich sowieso hin. Um Einsamkeit einzunehmen, aber... What? Wie spät ist das? 7:16 Uhr abends. Okay. Das könnten sie auch mal aufräumen. Vielleicht nach dem Krieg. Ich meine, sie haben ja Festivitätsflaggen und sowas aufgehängt. Das ist ja schon mal was, ne? Sie haben es jetzt ein bisschen schöner gemacht. Was steht ihr hier eigentlich rum? Was steht ihr hier eigentlich rum? Na gut. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Haus Hafingar.
finde das immer noch bescheuert, dass es direkt an der Grenze zu Weißlauf ist. Also eigentlich ist es in Weißlauf, aber es ist halt das Haus von nicht Hafinger, Hjalmarsch. Genau. Wir haben es ja, das Geilste ist, es ist ja gar nicht das Haus von Hjalmarsch, ne? Es heißt ja Haus Helljarchen. Und es ist so auf der Grenze zwischen Pale, Weißlauf und Hjalmarsch. Glaube ich zumindest. Und gehört aber zu Pale. Also es ist eigentlich ist es im Fürstentum Weißlauf. Weil es so nah dran ist an dem ganzen Zeugs in Weißlauf, dass es eigentlich dazugehören müsste. Aber es gehört halt zu Pale. Also Dämmerstern. Das ist total besteuert. Das ist einfach mal so weit weg von Dämmerstern wie nur irgend möglich. Ist ja kein Wunder, dass niemand das Stück Land haben wollte, bevor wir das gekauft haben, ne? Die liegt da auch schon seit Ewigkeiten rum, dieselbe Zahnkatze. Der doofe, blöde Narr, sitzt hier halt immer noch. Und wenn ich ihn angehe, da heißt es nur, oh, ich warte. Wohin reite ich? Ich weiß es nicht. Da. Ich warte darauf, dass Lureus mir meinen Wagen repariert. Ich glaube, Lureus will nicht. Er hat zwar gesagt, er macht's, aber er macht's einfach nicht. Er hat keinen Bock drauf. Und ärgert sich wahrscheinlich jeden Morgen, wenn er aufsteht, um an die Feldarbeit zu gehen. Och, nicht ein Riese, was will der denn? Jeden Morgen denkt er sich, ah, schon wieder ein Riese bei Haus Helljarchen, schon wieder diese doofe Narbeit-Ding. Hörst du auf, meine Hühner zu hauen? Du übergroßes Stück. Was auch immer du bist. Wie viele meiner Hühner sind gestorben? Die Kuh lebt noch. Da ist ein Huhn, das lebt noch. Ja, tanz auf dem Riesen rum, das hast du verdient. Serana, das ist jetzt wirklich unpassend. Ich muss daran. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt. Tanning Rack. Ich hab's vergessen. Der silberne Granatring, Sturmmantel, Offizierszellen. Könnte ich kaputt machen, ne? Ich habe nämlich einen bekommen. Leider tragen die Puppen ihn nicht. Aber ich habe einen bekommen. So. Weg damit. Sturmmantel, Offiziersarmschiene. Wo ist er denn? Ach, den einen habe ich ja schon an die Puppe getan und das war der, den ich gerade bekommen habe. Den habe ich kaputt gemacht. Genau, so war das. So. Lederhelm, weg. Kuhfell. Schneebärenpelz, Höhlenbärenpelz. Mach dich mal da. So. Und er ist hier ganz. Wohin soll's gehen? Was? Ja. Plakatwasten. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Könnt ihr euch ja schon mal bereit machen? Er ist da total entspannt. Er ist da komplett entspannt. Anpassungssphäre. Warum? Ich muss echt mal die Truhe. Ich muss den Keller fertig bauen und dann die ganzen Sachen einordnen, weil das dauert unterdessen Ewigkeiten, irgendwelche Sachen hier reinzutun. Guckt euch das an, das dauert. Es ist immer so eine kleine Pause. Seht ihr das? Es geht nicht sofort, sondern es dauert immer so ein bisschen. Und das ist nicht, weil ich zu langsam drücke oder so, sondern es dauert einfach extrem lang. Kann ich die dem Priester geben? Dem. Kann ich die irgendwie verkaufen oder sowas?
Scheidose Kenntnisse. Suvarius Atherons Logbuch. Warnung vor Ebenerz. Ich habe solche Angst vor diesem Stück Schwert. Vor diesem kleinen Schwertchen. So, Kühnaritz, Stender. Ja, wenn ich einen Keller gebaut hätte oder fertig bauen würde. Kann ich auch nicht abgeben, ganz komisch. Dann, gäbe es da ganz viele Truhen und sowas, wo ich die Sachen reintun kann. Nein, noch nicht. Ich muss noch mal eine Runde schlafen. Weizen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich keine Riesenziehen anbauen kann. Was ist das denn? Ach, Jaspertrauben. Habe ich da ja angebaut. Kann ich da irgendwas reintun, was mehr wert ist? Weizen. So, jetzt muss ich noch eine Runde schlafen. Helljahrchenhalle. Habe ich eigentlich einen Barden? Nee, ne? Oder? Habe ich hier einen Barden? Das war Sturmruf, das wollte ich nicht. So. Da ist immer noch die Bank im Ding, im Tisch. Das ist so doof. Was benötigt ihr, mein Tane? Einrichtung. Was macht ein Hauskarl? Nein. Also gut. Wo schläft der eigentlich? Muss doch hier dann irgendwo ein Bett haben oder sowas, ne? Ich meine, das ist ja mein Bett. Das ist ja klar. Wo schläft er? Ach, guck mal. Sieht wirklich nicht schlecht aus, diese... Das Ding ist, das heißt Chitin-Rüstung. Also hieß, im Englischen ist es Chitin-Rüstung. Als ich sie aufgesammelt habe, hieß sie auch Chitin-Rüstung. Aber es gibt noch eine andere Chitin-Rüstung aus Dragonborn, glaube ich. Und damals habe ich die gesammelt, weil im Kommentar stand, dass ich die sammeln soll. Und ich war total verwirrt. Aber gemeint war die andere Chitin-Rüstung, die ja im Englischen, also damals hieß die aus irgendeinem Grund, hatte die aus irgendeinem Grund den englischen Namen. Ich weiß nicht genau warum, aber es war halt so. Und dann war das halt so. Und die Chitin-Rüstung, also die Rüstung, die im Deutschen Chitin heißt, heißt im Englischen Bone, also Knochen. Es ist komisch. Also die Falmer-Rüstung heißt im Englischen Chitin. Und die Knochenrüstung heißt im Englischen, die Chitin-Rüstung heißt im Englischen Bone Armor. Und daher war ich etwas verwirrt, weil diese Falmer-Rüstung eben den englischen Namen hatte. Und weil ich sie tatsächlich auch unter dem Namen kenne. Ich habe ja Skyrim eigentlich immer auf Englisch gespielt. So wie ich das mit vielen Spielen im Privaten mache. Obwohl ich sagen muss, dass Fantasy-Spiele auf Deutsch irgendwie mehr Stil haben. Aber generell ist es ja halt ganz oft so, dass diese Übersetzungen nicht ans englische Original rankommen oder an die Originalsprache rankommen. Da fände ich das sowas wie bei Witcher 3 eigentlich immer ganz cool. Da gibt es gar keine Originalsprache. Vielleicht Polnisch könnte man behaupten, aber... da wurde nichts aus dem Polnischen übersetzt, sondern sie, also irgendwie ja schon, aber die polnische Version war nicht fertig, bevor nicht auch die englische und deutsche fertig war. Also bei Witcher 3 sagen ja manche, ich sage ganz oft, ich spiele auf Englisch, weil das. Weil Geralt da die Originalsprecher hat. Nee, ist ja nicht so. Die sind ja zeitgleich entstanden, die deutsche und die englische Version. Das macht sich die Project Red so. So, ich nehme das mal mit, ne? Vielen Dank. Dann gehen wir wieder. Was wollt ihr denn? Wollt ihr jetzt Ärger machen? Okay. Ihr wollt es ja nicht anders.
Kurs allein ist nicht alles. Und ihr rennt weg, das ist ja niedlich. Das hilft euch nicht. Na, offensichtlich kann er ja nichts. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, dass ich ihn tatsächlich töte, aber... Ich glaube, der einzige Grund, warum er wegrennt, ist, weil er keine Keule hat. Also irgendwie habe ich ihn wohl entwaffnet. Gold, das ist nicht schlecht. Riesenkäse. So, Ebenerzschild. Ich könnte nicht einschmelzen. Genauso wie die. Kann ich kaputt machen. Warum wir die herhaben? Das muss uralt sein. Gut, da gehen wir jetzt nicht rein. Ich wollte ja nur den zermahlenen Mammutstoß dann haben. Mehr wollte ich gar nicht. Ha! Das erinnert mich daran, dass heute, also am 20.03., das letzte männliche weiße Rhinoceros gestorben ist. Mit 45 Jahren oder 43, glaube ich. Das heißt, die Rasse ist ausgestorben. Das ist auch so mit der Grund, warum ich keine Lust habe, Mammuts zu töten. Ich meine, klar, ist nur ein Spiel, aber... Ein Tier nur wegen seinem Fell oder nur wegen seinen Stoßzähnen zu töten... irgendwie scheiße. Scheiß auf die Leute, die sowas machen. Also ne, echt jetzt, meine ich. Als Trophäe. Oder Aphrodisiakum. Das Rhinoceroshorn. So, wo müssen wir denn hin? Tötet den Anführer, ja klar. Wir brauchen noch das Herz eines Abgeschworenen und wir brauchen den nicht schmelzenden Schnee. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Ihnen sagen müssen, dass ich nach Iwas der will. Schneller gehen. Die Sonne, sie tut meine klettert Hand wieder hinein. Versteht, dann sind wir weg. Ich muss nämlich hoch zum Patronax. Wo ist er denn? Da oben, ne? Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Ja, muss wohl. Boethia ist der dätische Prinz des Verrats, der Verschwörung und der heimtückischen Morde. Viele Dunkelelfen verehren ihn als ihren göttlichen Urahnen. Das sagt schon relativ viel über die Dunkelelfen aus, nicht wahr? Wenn sie einen Gott wenn sie sagen, dieser dätische Prinz des Mordes, des Verrats und der Lügen und der Tücken, das ist unser Urahn. Von dem stammen wir ab. Das sagt schon ein bisschen was über die Dunkelelfen aus, oder? So ein ganz kleines bisschen. Das Werdefell, Säbelzahnt hier. Ich weiß nicht genau. Was ich da machen soll. Hier, übrigens. Dort, da. Ich kann ja mal ein bisschen Geld sammeln, bevor ich da hochgehe. Okay. Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn.
Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Für ehrliche Arbeit. 300 Gold. Bisschen viel. Alle anderen machen das auch. Na, fast drin. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Wie geht's eurem Ehemann oder Freund? Ihr reist herum. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Wer war das? Irgendwas mit K. Quinne. Ich hab's vergessen. Der Typ, der auch immer Essen zu den Gaubärten bringt, mit dem ist er jetzt zusammen. Also, vielleicht. Vielleicht auch nicht mehr. Sie waren zusammen. Finde ich schon lustig, wie das jetzt auf einmal so flüssig läuft, ne? Die ganze Zeit ruckelt das da unten in Ivarstedt. Kaum bin ich 10 Meter davon entfernt. Super flüssig. Also, das ist echt seltsam. Ich habe keine Mod drauf, die irgendwas an Ivarstedt verändert. Nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist total dumm. Oh, nicht schon wieder Frostrollen. So, ich ignoriere mal die ganzen Gegner und renne dann, oder bereite mal direkt zum Patronax hoch. Das kann ein bisschen dauern. Wahrscheinlich schneide ich das sogar raus. Bei der Gelegenheit können wir ihn ja auch direkt danach fragen, was er denn davon hält, dass die Klingen ihn tot sehen wollen, die Vollidioten. Das ist nichts anderes als Trophäenjäger, ne? Das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Nein, sogar noch schlimmer. Sogar noch schlimmer. Die Klingen, die wollen ja nur töten. Die wollen ja die Drachen einfach nur töten, weil es Drachen sind. Die Trophäenjäger, die machen das ja wenigstens aus irgendeinem Grund, der größer ist als, ja, das sind Tiere, ich töte das. Das ist ja... Also, eigentlich nicht, aber sie sammeln wenigstens eine blöde Trophäe auf, weißt du? Eigentlich ist es genau das gleiche Scheiß.